So, und damit kommen wir dir zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever. Ich hatte eigentlich einen Part aufgenommen. Dieser Part ist aber kaputt gegangen, beziehungsweise da ist irgendwie alles abgebrochen und jetzt muss ich ein Autosave laden, weil es gibt einen Zug, der ja, Probleme macht mit dem Programm und ich wollte euch mal zeigen. Ich habe neue Züge auf der Strecke, auf der Eisenkohle-Stahlstrecke mit verschiedenen neuen Waggons, die wunderschön hier drauf passen. Yay! Dann besitzen wir aber noch den Zug 5, der so aufgebaut ist. Der hat seine Stammhänger, kann man sagen, mit Vieh, Maschinen, Werkzeug und Waren. Hinten sind die Vieh drinne. Woanders passen sie leider nicht rein. Oder habe ich die? Ne, die sind so wie sie wollen. Sind sie drin. Außer mit dem Vieh, das muss hier hinten rein. Da darf nichts anderes reinkommen. Und ja, ihr seht gerade, ich habe schon was anderes gerade wieder aufgedeckt. Wo ist denn der jetzt unterwegs überhaupt? Wo fährt er jetzt hin? Der geht jetzt Essen holen. Aber der hat doch Nahrung nicht bei sich, aber ist voll. Okay, das wird vielleicht ein Problem, was ich nicht mit bedacht habe. Dass er jetzt eben wahrscheinlich keine Nahrung aufnimmt. Weil er voll ist. Ah, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Scheibenkleister. Gut, dass mir das jetzt auffällt. Ich kann bloß gerade nichts ändern. Doch, da müsste eigentlich zurück ins Depot fahren. Der müsste zurück ins Depot fahren. NRW, ich glaube, die macht keine Probleme. Wir müssten gucken, bevor wir den nächsten Zug bauen, müssen wir gucken, wer Probleme macht. Ach, die laden sowieso hier alles. Ach, die laden ja hier alles aus. Stimmt ja. Ah nee, dann geht das ja. Dann passt es ja. Dann haben wir, ja, den haben wir ja uns gesehen. Und dann auf der TGV-Strecke ist ein neuer Zug unterwegs. Und zwar ist es ein ICE 3. Er hat sogar seine Vorfahrt hier. Nice. Geile Sache. Muss man schon mal sagen. Der erreicht seine 300er Geschwindigkeit nicht vollkommen. Eigentlich recht schade. Die Interius mit 100 Leuten. Wie viel passen hier rein? 180. Naja, da passt schon einiges rein. Beziehungsweise kann schon einiges los sein. Geil wäre, wenn ein anderer Zug jetzt noch mit dastehen würde. Oder stehen tun dürfte. Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber das scheint wohl gerade weg gewesen zu sein. Ja, ich wollte den letzten Part, wollte ich eben hier noch das umbauen und dann ist eben das Spiel abgestürzt. Ich wollte nämlich mir die neuen Züge holen. Achso, ist schon ein bisschen wieder. Sägewerk. Okay. Aber ich hab neue Waggons. Ganz einfach, ganz simpel zu sagen. Das habe ich natürlich auch. Dauert natürlich einen Moment, weil eben jetzt sehr viele Sachen geladen werden. Also ich habe Züge, habe ich einen Haufen mit reingebaut, mit runtergeladen. Ich habe einen Haufen Waggons, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind. Ich habe hier die 121er. Dann habe ich hier die Containerwagen. Dann habe ich hier die gedeckten Güterwaggons. Ich habe den langen. Und ich habe natürlich aber auch einen Rugenwagen, der 20 Platz hat. Den würde ich sehr gerne umtauschen. Hier haben wir den ICE normal mit 129 Platz, 320 km/h. Und ich würde einfach mal die gesamte Strecke hier, Bretterneu-Ulm, das sind wie viel? Das sind vier Fahrzeuge, umändern. Das heißt, Fahrzeugersatz erstellen. Mit welchem Zug ist natürlich jetzt die große Frage. Welcher passt natürlich gut rein? Wir brauchen Geschwindigkeit auf der Strecke. Wir können schnell fahren. 230 mit der 7. Ich glaube, es spricht ja nicht bei dem hier ab. Oh, gut, wenn er jetzt abbricht. Ich habe
nichts großartig gemacht, also. So, nachdem ich jetzt den Schuldigen Mod rausgenommen habe aus dem Spiel, und zwar in den ES, ich hoffe mal, es lag daran und dass das Spiel jetzt nicht nochmal abbricht, wollen wir jetzt mal kurz die Züge ändern hier, die Fahrzeuge. Und zwar sind das ja alle Fahrzeuge hier, Fahrzeugersatz. Und wir gucken mal, dass es dieses Mal ja nicht abbricht. Wir hätten den RE hier noch. Wir hätten. Wichtig ist erstmal, wie schnell kann denn eigentlich jetzt der Hungenwagen mitfahren? Der kann bis zu 120 rum. Da brauche ich keinen schnellen Zug. Die können zwar viel, fällt mir gerade so auf, aber die können schnell fahren. So. Und ich habe ja bisher bloß die hier. Was sind das? Das ist doch ein Mod, den ich hier runtergeladen hatte mit denen, oder? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ja, sind bloß die Ruhm. Okay, gut. Also nicht den Rundwagen hier Dingswagen. Dann müssen wir das mal kurz einstellen. 120 km/h. Das heißt, wir brauchen keinen schnellen Zug. 160, 160. Aber da kann natürlich gerne ein bisschen was unter der Haube haben. 140, 3000 PS, 5000 PS, 2000, ich glaube mal mit 5000, mit 8000 PS kommen wir recht gut voran. Und dann holen wir uns hier noch ein paar Rückenwagen dazu. Wie viel ist natürlich die Frage? 20 Mille pro Wagen, also 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 2 sind wir schon bei 100 pro Wagen. Oh, 120 pro Wagen. 120, 140, 160. Müsste eigentlich reichen. Und dann machen wir automatisch ein. Allein schon bei 25%. Ah nee, hier sofort ersetzen. Vier Fahrzeuge, Erlös 59.000. Nochmal gerne. So. Und dann gucken wir mal, jetzt müssten hier. Genau, das sind die neue. Da erkennt man einen kleinen Unterschied. Sehr, sehr schön. Wie viel passen rein? 160. Ja, gut geschätzt. Gut gerechnet. So, was meine Mäuse jetzt machen, weiß ich nicht. Die haben jetzt ihr leckeres Futter und alles bekommen. Ich hoffe mal, das reicht denen jetzt. Weil irgendwie. Den fehlt eben das richtige Eiweißfutter, deswegen kann sein, dass sie sich vielleicht ab und zu mal ein bisschen streiten. BR 294 Railion. Nice. Also damit könnte man so die kleinen Strecken, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, wo ich den Part aber nicht rausgebracht habe. Denn wir haben einfach ein High Capacity Road Station. Und ja, also dazu brauche ich nur sagen, guckt einfach nur zu, was das Ding kann. Und wie es aussieht. Also. Und das gleiche gibt es nochmal als hier. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir einen großen Verteilerbahnhof. Kann man hier am großen Güterbahnhof. Von dort aus geht das alles irgendwie in die Stadt rein. Und nicht mehr von den kleinen Dingern hier. Dass eben jetzt alles ein bisschen umgebaut wird. Ich habe auch andere Fahrzeuge noch drin, die ich runtergeladen hatte. Ich habe auch neue Straßenbahnen und alles Mögliche. Jetzt muss ich mal gucken, der ÖPNV. Aschenbüttel.
Der Verkehr, okay. Und dann haben wir ja noch den Flughafen, den hatte ich umgebaut gehabt, beziehungsweise umgestellt. Der braucht nicht mehr so fahren, so. Der Flughafen läuft auch langsam gut an, also vielleicht nicht der hier so unbedingt, aber es gibt hier unten der Flughafen, der läuft schon sehr gut. Oder recht gut. Wenn wir hier die Diagramme angucken. 16 Leute, 17 Leute ein- und aussteigen. Im Höchstfall, das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Was sagt das Flugzeug hier? Das ist Neu-Ulm. Sind 4 Leute drin. Und hier warten jetzt 14 Leute, um nach Neu-Ulm zu reisen. Also hier ist schon einiges los. Außerdem ist mir aufgefallen, ich kann jetzt so die ganzen Fabriken bauen, aus welchem Grund auch immer. Wie ich das auf immer kann, ob das jetzt durch einen Mod ist oder sonst was, könnten wir jetzt, ich sage jetzt mal, ist ja fast wie eine Art Cheaten, sehe ich das ein. Beziehungsweise, jo, einfach mal machen, so. Flugzeug haben wir nicht unbedingt was Neues. Straßenbahn haben wir die. Oh, habe ich die? Die habe ich noch nicht geändert hier. Die habe ich noch nicht geändert. Oh, hier haben wir unseren Güterzug, der wieder alles mitnimmt. Alles, was in dieser Stadt hier nicht gebraucht wird, so ungefähr. Eigentlich. Oh, also Essen ist wirklich hier Mangelware in der Stadt. Aber ich wollte gucken wegen der Straßenbahn. Das Depot ist hier. Über Neu-Ulm. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also, ich habe hier sehr, sehr viele Fahrzeuge runtergeladen. Alle möglichen LKWs. Ihr seht, das macht einen Riesenunterschied. Wir haben einen neuen Waggon hier. Wir haben verschiedene Scania R730er und die möchte ich jetzt so hier langsam ein bisschen verteilen. Das macht so einen Unterschied, wenn so mehr Fahrzeuge rumfahren, finde ich. Kann natürlich sein, dass es natürlich dadurch leckt, aber gut. So, das ist noch ein alte Tram und die schicken wir mal ab ins Depot verkaufen. Dann möchte ich mal gucken, Neu-Ulm Flughafen hat so viele Haltestellen. Das müssen wir ändern und zwar auf die hier, also einmal nur durch die Stadt von uns war's, weil sonst ist die Straßenbahn einfach nicht mehr besetzt. Und die Straßenbahn ändern wir jetzt um, Trams kaufen, haben wir jetzt die Wiener Typen, wir haben die Cobra freigeschalten und wir gehen auf die Wiener Typen UE11, auf den Typ B mit 32 Kapazität. Und der wird uns auf genau Neu-Ulm hier ein bisschen Spaß haben. So. Okay, das ist doch mal schön zu sehen. Mache ich das jetzt mit dem Fahrzeug? Wir gucken uns mal die Fahrzeuge erstmal an. Für was die sind, Straßenfahrzeuge. Und danach beenden wir uns ein paar Zug für Güter. Was haben wir hier? Wir haben hier nur für Vieh. Wir haben hier bloß für Getreide. Oh. Wir haben hier für Rohöl. Okay, ja. Für Lebensmittel sogar. Okay. Also hier könnte man wechseln. Oh ja, die haben sogar Abteile. Teilweise. Da würde ich sagen, kümmern wir uns im nächsten Part darum. Hier haben wir ja den Timbersili-Mäler und hier haben wir ja noch die Deutz. Darum kümmern wir uns im nächsten Part. Kümmern wir uns im nächsten Part oder haben wir da was anderes vor? Ich weiß nicht. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.